Als die Tagesthemen im November 2020 den damals 100-jährigen Benjamin Ferenc interviewten, hatte der ehemalige Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen eine Botschaft für künftige Generationen. Sie sollen sich für eine friedliche Welt einsetzen, sagte Ferenc und ermahnte dann nachdrücklich, gebt niemals auf. Für Gerechtigkeit einzutreten, das hat der Jurist sein ganzes Leben getan. Er selbst sorgte nicht nur in Nürnberg, sondern auch später dafür, dass die Taten des Nationalsozialismus nicht unbestraft blieben. Jetzt ist Benjamin Ferenc mit 103 Jahren gestorben. Gudrun Engel. Es war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. Vor einem Jahr bekommt Ferenc die Ehrenmedaille des Staates Florida verliehen für seinen unermüdlichen Einsatz für Völkerrecht und Frieden. Mein Motto ist Recht statt Krieg. Ferenc wurde 1920 in Siebenbürgen geboren. Seine jüdische Familie wanderte in die Vereinigten Staaten aus, wo er dank eines Stipendiums Jura an der Elite-Universität Harvard studieren konnte. Als US-Soldat war er an der Befreiung mehrerer Konzentrationslager beteiligt, sah Schrecken und Ausmaß der Nazi-Herrschaft. 1947, mit nur 27 Jahren, wurde er Chefankläger in einem der Nürnberger Nachfolgeprozesse. Wir fordern dieses Gericht auf, durch eine internationale Strafaktion das Recht des Menschen auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, ungeachtet seiner Rasse oder seines Glaubens. Schon in meinem Anfangsplädoyer habe ich klargemacht, dass es nicht um Rache oder Vergeltung geht. Es ging mir darum, die gesamte Menschheit mit den Mitteln der Justiz zu schützen. Ferenc hat Rechtsgeschichte geschrieben, indem er den Begriff Genozid in die Gerichtspraxis eingeführt hat. Damit gilt er auch als Ideengeber und Geburtshelfer für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Bis zuletzt war es ihm ein Anliegen, Krieg und Verstöße gegen das Völkerrecht als Verbrechen zu bestrafen. Er sagte, er habe nie den Glauben an den Menschen und die Menschlichkeit verloren.